Und willkommen zurück zu Cave Story mit dem Raketenwerfer Level 3 und dem Chor, den ich diesmal mit dem Raketenwerfer besiegen werde, genau wie auch letztes Mal. Ich habe es in der letzten Folge schon erklärt, dass es ohne Raketenwerfer extrem schwierig ist. Ich weiß nicht, ob es überhaupt machbar ist, wahrscheinlich ist es schon machbar. Aber ich habe es echt nicht geschafft. Ich habe es zweimal, glaube ich, versucht. Offscreen, ohne Aufnahme. Und ich habe festgestellt, das ist eine ganz blöde Idee. Ich bin gespannt auf den Waterway nachher, ohne Maschinenpistole, weil da ja diese Wasserströmungen sind. Und mit dem Maschinengewehr kann man ja manchmal so ein bisschen gegenhalten. Das geht jetzt halt nicht. Bin gespannt, ob das zu einem Problem wird oder nicht. Aber viel mehr Sorgen macht mir eigentlich der Chor hier ohne Maschinenpistole, ohne Raketenwerfer, plötzlich mit Raketenwerfer, aber ohne Maschinengewehr und ohne Booster. Das heißt, ich kann hier nicht wirklich fliegen. Ich kann hier nicht wirklich hochfliegen, wenn das Wasser hochkommt. Ich kann hier nicht wirklich gut ausweichen, wenn die weißen großen Kugeln kommen. Wahrscheinlich werde ich hier früher oder später doch mal ertrinken. Es gibt eine Sache hier unten, die kann man nur aufsammeln, wenn man den Booster nicht bekommen hat von Professor Booster, nämlich das hier. Das ist das Abschleppseil. Das war blöd. Das war sehr blöd. Nachher wird wahrscheinlich genau eine Rakete fehlen. Komm, das mache ich nochmal. Das geht besser. Also mit diesem Abschleppseil, das ich gerne vorher holen würde, weil nachher am Ende ja das Wasser hochsteigt und ich dann relativ bald ertrinken werde und nicht weiß, ob ich dann noch genug Zeit haben werde, um das aufzusammeln. Ich habe beim letzten Mal die Curly hier hinterlassen. Die Curly Brace. Hier unten. Bei dem Chor. Und mit dem Abschleppseil kann man sie an sich binden und mitnehmen. Deswegen hätte ich die gerne. Und jetzt zocke ich einfach mal darauf, dass ich den Chor aufs erste Mal auf Anhieb schaffe. Und nicht wieder darunter rennen muss, um das Abschleppseil zu holen. Ja. Das ist der bisher schwierigste Boss im ganzen Spiel. Mit Abstand eigentlich. Die ganzen vorherigen Bosse waren relativ lächerlich. Auch ohne Raketenwerfer. Aber der hier halt nicht. Ja. Und ja, ich guck mal, dass ich hier den das könnte sogar schon mein Untergang sein gerade. Mist. Ich muss hoch. Ich muss dringend hoch. Sonst ertrinke ich hier noch. Ah, Luft. Sehr gut. Aber ich habe jetzt alleine nur noch 3 Raketen. Könntest du bitte... Ah! Hier kann ich mit dem Schwert spammen, sobald es sich aufmacht. Komm, öffne dich, öffne dich, öffne dich. Sehr gut. Ja? Genau, diese Teile meinte ich da. Wobei, das geht gerade. Solange nicht gleichzeitig das Wasser da ist, geht es sogar. Ich hatte da ein bisschen Angst vor. Wunderbar. Komm, öffne dich nochmal. Einmal. Und dann habe ich dich vielleicht sogar gleich mit dem Polarstern. Komm schon! Sei nicht so ein Frosch! Komm schon! Nein! So knapp! Ich hätte sogar noch eine Rakete gehabt! Mist! Also wieder gehabt wahrscheinlich. Aber jetzt habe ich ihn. Ja, sehr schön. Coole Sache. Dass es gleich auf Anhieb geklappt hat in der Aufnahme. Ey, und das war so knapp.
Aber echt, hey, mit dem Polarstern kann man auch ganz gut Schaden machen. Kann es sein, dass die ganzen Waffen alle gar nicht so übel sind, wie auch der Babla, den ich ja letztes Mal über beim letzten Mal so ein bisschen mies fand? Dass die ganzen Waffen hier eigentlich gar nicht so schlecht sind. Man muss nur wissen, damit umzugehen. Kann ich jetzt eigentlich hier mit Curly sprechen? Nein! Jetzt nicht mehr. Ja, es... Mist. Ballos. Ballos ist der Bruder von Jenka und ich glaube, Ballos ist der alte Doktor sozusagen. So, und jetzt... Genau, sie antwortet nicht, sie bewegt sich nicht, aber ich benutze das eben gefundene Abschleppseil, um sie an mich zu binden und dann kann ich sie retten. Jetzt ist nämlich auch in der Blase drin, die mir Luft gibt. Und ich kann sie jetzt wohin bringen, wo sie sich ausruhen kann. Das heißt, im Gegensatz zum ersten Durchspielen letztes Mal, hat jetzt Professor Booster überlebt und zumindest bisher hat Curly Brace überlebt. Kann ich jetzt zurück? Ich glaube nicht. Nein. Und hier müsste jetzt der Waterway sein. So, ich glaube, die Folge war noch relativ kurz. Ja, das kann man noch dranhängen. Na? Der Raketenwerfer braucht noch Erfahrung. Dann gebe ich ihm die doch mal und auch die Munition. Fürs nächste Mal. Oh, die Erfahrung hat er gar nicht mal so sehr gebraucht. Die Heilung bräuchte ich. Nein! Munition! Im Waterway konnte ich jetzt bisher keine Geheimnisse rausfinden, außer dass man diese Kabine zwischendurch wohl benutzen kann, um Curly Brains wieder zu erwecken. Ist da noch einer? Nein. Waffen sind alle voll. Yep. Uiuiui. Also ohne Maschinenpistole ist es hier ein bisschen gefährlich, weil ich jetzt wirklich die ganzen Sprünge exakt machen muss. Wahrscheinlich so, wie sie auch gedacht sind. Nee, da ist nichts. Das habe ich ja letztes Mal alles schon durchsucht und soweit ich weiß, gibt es hier auch keine Geheimgänge. Sowas meine ich da. Sowas meine ich zum Beispiel. Okay. Dann mal rein. Habe ich davor gespeichert? Ja, ich habe direkt davor gespeichert. Direkt nach dem Chor habe ich gespeichert. Hier muss ich kurz springen. Hier muss ich springen. Hier muss ich springen. Genau, und jetzt bin ich hier bei den ganzen Quallen. Von denen ich gerne die Heilung hätte. Mist. Wie komme ich da hin? So nicht. Nein, egal. Das passt. Komm schon. So, das hier ist ein verdammt schwieriger Sprung, aber ich habe ihn geschafft. Yay. Nein, ich renne nicht der Erfahrung hinterher. Erstmal speichern. Wow, das hat auf Anhieb geklappt. Sehr gut. Hier an dem Computer steht, warum ruhst du dich nicht aus? Ja, dann machen wir das doch mal. Einmal ausruhen mit Curly Brace. So, was sagt es jetzt? Jetzt sagt es, ich habe sehr oft aufgenommen, Blödsinn, ich habe sehr oft das, was ich gelernt habe, in dieses Notizbuch geschrieben. Und das Notizbuch? Wo ist das Notizbuch? Ah, das Notizbuch, ist das hier drüben? Ja. An der Oberfläche entwickelte Roboter haben Limits oder Grenzen bezüglich ihrer Unterwasserfunktion. Und wenn man sie zu lang unter Wasser taucht, und wenn sie zu lang unter Wasser sind, dann schaltet ihr System automatisch aus, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Und danach folgen Notizen oder eine Beschreibung einer Methode, wie man einen gefluteten Roboter
wie man sich um einen gefluteten Roboter kümmert. Ja, und jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Ups. Und ach so, wenn das fertig ist, dann wird der Roboter automatisch neu hochfahren. So, jetzt habe ich das gelesen. Jetzt sollte hier noch was anderes stehen. Genau, ich bete für deinen Sieg. Speichern. Und jetzt sollte ich, genau, in der Lage sein, das Wasser aus Calibres rauszuholen. Das tue ich doch einfach mal. Und dann sollte sie laut der Beschreibung ja wieder von alleine hochfahren. Hey, das tut sie. Oh, du lebst. Ja, du auch. Jetzt ist sie wieder eingeschlafen. Aber sie braucht wohl eine Weile. Ich speichere jetzt hier mal. Entschuldigung. Normalerweise, wenn man... das möchte ich mir doch nicht entgehen lassen, wenn ich im Spielstand. Normalerweise wäre ich jetzt hier zum Beispiel mit ihr weitergegangen. Dann, also jetzt habe ich Curly auch nicht gerettet, weil ich sie einfach weggelassen habe. Ich habe sie einfach verlassen. Und hätte ich sie mitgenommen weiterhin, dann wäre sie hier ertrunken. An dieser Stelle hieß es dann, so, Curly Brace ist tot. Ihre Lebenszeichen haben komplett nachgelassen. Aber wie gesagt, sie braucht jetzt hier eine Weile, also gehe ich mal eine Runde raus. Mal gucken, was hast du noch Leckeres für mich? Erfahrung brauche ich nicht. Eine Rakete hätte ich genommen. Und... nein, ich will sie nicht hier lassen. Ist hier was Neues? Nein. Okay. Ach so, ja. Sie hat einfach die Ruhe gebraucht, das Ausruhen, um nicht zu sterben. Interessant. Ich dachte eigentlich, sie würde jetzt wieder richtig fit werden. Aber so ist das auch in Ordnung. Dann trage ich sie eben. Das tut man nicht für gute Freunde. Außerdem muss sie mir schließlich ja noch helfen, die Insel zu retten. Also nicht die Welt, aber die Insel. Wenn ich hier runtergehe, komme ich bestimmt nicht in die natürlich. Wenn ich hier runtergehe, komme ich doch in die Stacheln. Ich dachte, das wäre andersrum gewesen. Welche Waffe nehme ich für... verdammt. Für den da vielleicht nicht unbedingt den Feuerball. Raketenwerfer wird nicht richtig klappen. Wegen zu wenig Munition. Aber das Schwert könnte klappen. Und ich kann hier natürlich auch die Raketen Stück für Stück einsammeln. Und die Heilung! Wunderbar. Oh ja! Okay. Noch einmal. Oh, ich habe noch 4 Lebenspunkte. Nein, ich habe nur noch 4 Lebenspunkte. Heilung. Mist. Komm her. Nein, 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 nein. Das war knapp. Das war echt knapp. Ich habe ihn, ne? Nicht er mich. Ich habe ihn. Ja, gut. Wow. Halleluja. Das war knapp. Wo ist Curly? Wo ist Curly? Fisch, wo ist Curly? Wo ist Curly Brace? Vielleicht ist sie ja schon rausgegangen, eine rauchen oder so. Oder Zigaretten holen. Genau, noch bin ich nicht in der Lage, da hochzukommen. Zur First Cave. Was ich hier tun kann. Ich kann mich hier schon mal heilen. Raketen auffüllen und speichern. Vielen Dank. So. Ich will mich ja nochmal umschauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es hier alles gibt. Wenn ich hier wieder zurück bin. Das Feuer ist auf jeden Fall wieder an. Was gibt es denn jetzt dahinter? Nichts. Das ist ja doof. Nö, dann behalte ich den Quallensaft noch länger. Wenn ich nichts dafür bekomme, dann gebe ich den auch nicht aus. Da kommt bestimmt nochmal was anderes ein Feuer, wo ich den einsetzen kann. Gut, mit dem Feuerball dürfte der Friedhof hier nur eine kleine Herausforderung darstellen.
So, wo ist der kleine Mann? Da ist der kleine Mann. Ja, was willst du? Ah, schade. Okay, auch hier gibt es also gerade nichts Neues zu holen. Oben komme ich ja noch nicht hin. Dafür brauche ich den Booster. Also oben zu dem Pilz vom letzten Mal. Soweit ich weiß, braucht man den hier nämlich auch. Ich weiß doch noch nicht genau für was. Das hat irgendwas mit Curly zu tun. Aber ich weiß gerade nicht, wofür man den genau braucht. Okay, hier gibt es, soweit ich weiß, nichts Neues. Nein, da ist alles beim Alten. Also, da gibt es noch unten die Lagerhalle. Und dann natürlich zu guter Letzt Arthurs Haus, da wo es auf jeden Fall weitergeht. Wo die ganzen anderen warten. Da oben ist auch nichts Neues. Ne. Und dann ist hier noch die Lagerhalle. Aber hier ist auch nichts Neues. Oder gibt es hier jetzt irgendwie vielleicht einen Geheimgang oder so? Nö. Also gut, ab zu Arthurs Haus. Mit vollem Leben. Hä? Da ist niemand? Wo ist hier niemand? Wie war das denn letztes Mal? Das weiß ich gar nicht. Ah, da kommen sie, genau. Ah, sie kommen, wenn ich reinlaufe, alles klar. Hallo, Professor Booster. Wie man sieht, hat er überlebt. Genau, das kennen wir schon alles. Der Doktor hat die roten Blumen gefunden. Und da ist er, der Booster 2.0. So, dann möchte ich mir bitte den... Na? Nein, das da will ich. Den möchte ich gerne ausrüsten. Nein, nicht... Diese Steuerung. Okay, jetzt kann ich den Booster benutzen. Und er funktioniert folgendermaßen. Wenn ich keine Richtungstaste drücke, funktioniert er wieder Booster 0.8 und teleportiert oder transportiert mich für bis zu einer Sekunde, glaube ich, nach oben. Wenn ich allerdings eine Richtungstaste drücke in der Luft und dann die Sprungtaste, außer... Ah, sogar nach unten geht das. Oder? Nee. Hä? Ah, doch. Geht auch nach unten. Cool. Genau. Dann hat er um einiges mehr Schwung als der alte Booster 0.8. Also er hält länger durch und er beschleunigt schneller. So, beim letzten Mal bin ich hier rein und dachte mir, ja, hier ist nichts Neues. Nichts Neues zu sehen, kenne ich schon. Alles langweilig. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Zunächst mal möchte ich... Ach komm, ich brauche hier nicht speichern. Was soll das? Hier brauche ich auch nicht speichern. Ich kann doch jederzeit wieder hochfliegen. So schwierig war das ja jetzt nicht, hier hochzufliegen. Und ich glaube, die Erfahrung einzusammeln ist hier auch ein bisschen müßig. Dass es einfach nicht so viel gibt. Ich tue es trotzdem mal, für alle Fälle. Und hier sollte es jetzt, wenn mich meine Information nicht täuscht, das Upgrade für den Booster geben. Und wie man sieht, der Typ, der Schmied, der ist jetzt wach. Und was er für mich hat, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Tschüss!